Willkommen meine lieben Freunde, was geht? Es ist wieder für euch euer Lazy. Jawohl. Und wir sind wieder zurück in Final Fantasy X. Jawohl. Ich hoffe, ich stehe genau da, wo ich gerade aufgehört habe, weil ich musste eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Das ein oder andere Level habe ich auf dem Speicherpunkt hinlaufen und zurücklaufen wieder bekommen, aber da ist nicht viel passiert, das kann ich euch versichern. Wir gehen direkt weiter, direkt in den nächsten Fight. Und da möchte ich euch ganz schnell was zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn man mit der Yuna normal angreift, guckt euch das an. Das ist so broke, Digga. Das ist so broke. Die hat diesen Steinstab jetzt. Das ist so broke. Das ist einfach so broke. Wenn das gut läuft, ist es ein One-Hit. Egal was es ist, das ist so broke. Einfach heftig. Ein Z-Abwehr-Spheroid erhalten, okay. Ah, okay, das heißt, es ist wieder so ein spezieller. Perfekt. So, wir machen es wie immer. Ach nein, ich muss ja erst mit unserem hier reinwechseln. Und dann machen wir das so wie gewohnt jetzt. Machen wir ein Schiff. Trainieren tun wir dann außerhalb der Aufnahme. Genau. Und weiter geht's. So. Wir auf jeden Fall immer noch straight auf dem Weg. Und wir schauen mal. Oh, okay. Jetzt müssen wir echt eine weite Strecke laufen. Das heißt sehr, sehr. Ah, okay, Moment. Was haben wir hier jetzt getriggert? Wow. Nicht zu vergessen. Am Start der allseits geliebte Let's Play Kaffee. This is the Moonflow. Ach geil, Kaffee. Mm. These are moon lilies. Mhm. Das sieht schon krass aus. They say that clouds of fireflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea. We're not waiting till nightfall. Einfach geil. Obwohl das Spiel. Then, once we beat Sin, we're coming back. Richtig. Ziel setzen. Ja, düstere Minen. Ja, das schaffen wir schon, Leute. Das schaffen wir. Man muss an sich selber glauben. Das ist ganz wichtig, Leute. Setzt euch ein Ziel und glaubt daran. Wenn man das nicht tut, dann ist man schon zum Scheitern verurteilt. Also, der Anblick ist schon krass. Hey, we better hurry or we'll miss the shoe puff. Shoe puff? That's some kind of boat? Hm. Mhm. Oh, das sieht geil aus. Ja, was ich jetzt sagen wollte, das Game hat jetzt ja wirklich rapide angezogen, was hier hat uns sehr nahe mit dem Tod gebracht. Wir haben Leute sterben gesehen, wir waren unmittelbar dabei, aber das Spiel hat trotzdem immer irgendwo ein bisschen so seinen Witz. Und das, denke ich, ist auch echt eine ganz, ganz gute Lektion fürs Leben. Egal, was euch für Scheiße in den Weg rollt, ja. Wirklich scheißegal. In einem gewissen Punkt muss man darüber lachen und weitermachen. Es darf einem nicht scheißegal sein, das ist klar, aber lul, was ist das? Also es darf einem nicht scheißegal sein, man muss ein bisschen belächeln und dann Attacke Vollgas, Leute. Nicht den Kopf hängen lassen. Aber was ist das für ein geiles Viech? This is a shoe puff. Mhm. Wow. Let's ride. Come on, let's go. All right. We board soon as we ready, huh? Ne Kette, ne Chest, ja moin. Und er auch schon wieder, unser Verkäufer ist schon wieder am Start. Oh, Walker. Ja, also zeig mal, was hast du an Ausrüstung am Start? Ein Doppelschwert. Hitzeschlag und Kälteschlag. Na gut, nee, das muss ja nicht sein. Nee, muss nicht sein. Schlangenkopf? Nee. Nö. Nö, muss nicht sein. Alles gut, Chef, wir haben alles. Yuna? Shoe puffs. I haven't ridden one in so long. What?
You've been on one of these? Well, just once. 10 years ago, with Kimari. Remember? Shupov shook, Yuna fall in water. Shupov scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in 3 more times for fun. Kimari worried. Whoops. Yuna had fun. Kimari happy. Genial, cool. Biran is troublemaker, but Ronso do not lie. Mm-hmm. Summoners disappearing, that was not lie. Right, I'll be careful. Ja, hoffentlich. So, wir gehen weiter, die warten hier. Frag mich wieso. Vor allem, wo ist der Rest? Oh Gott, was ist er denn für einer? Also nicht er, sondern Lul. Hey, willkommen. Die letzte Gelegenheit einzukaufen. Vor was? Okay, Giftschild. Nö. Nö. Feldschutz. Nö. Haben wir ja schon. Oh, aber Z-Abwehr wäre noch. Ja gut, das machen wir einfach mal, weil wir haben das Geld und ja. Z-Abwehr. Na, das muss nicht sein. Normale Abwehr ist da besser, weil die hat genug Magieabwehr. Blind. Weißes Band. Nee. Also so passt es eigentlich schon wieder. Vielen Dank. Hey, hey. So, wer ist er? Sehr gefährlich in der Nähe von Schnu. Plattgewalzt willst du werden? Also so Meister Yoda, so. In der Nähe sollen Albett gesichtet worden sein. Nicht leichtsinnig werden, seid stets auf der Hut. Okay, und Sie? Kaufen? Null? Oh, der Blindschild. Der bringt noch Blindschutz. Wir haben, ja klar, wenn es als Bonus auf plus 5 Abwehr drauf gibt, geil. Steinwall. Abwehr plus 5 und Giftschutz. Ja, das mit der Abwehr, das ist eigentlich schon. Ha, ja, das mit der Abwehr ist. Ja, komm, wir machen das einfach mal. Wir haben ja den noch zur Not dabei, wir verkaufen den jetzt nicht. Da Abwehr plus 5 und Stummschutz nehmen wir auch direkt mit. Ja, wir haben noch mehr wie genug Kohle. Abwehr plus 5 plus Steinschutz nehmen wir mit. Blaues Band, Abwehr plus 5, Tops. Ja, dann machen wir lieber den. Obwohl Abwehr plus 5. Na, egal, nee, das lassen wir. Danke sehr. Was ist jetzt hier oben los? Diese Machina soll gegen die Leitsätze verstoßen. Rede kein Unsinn. Alles klar. Können wir dann das mal anschauen? Was hier so abgeht? Nö, gar nichts. Hier können wir gar nichts machen. Nö. Nicht. Hier die alle. Die Fahrt mit dem Schnu kostet nichts. Sie wird vom Orden finanziert. Ah ja, okay. Jo. 10 years ago. Orin? Ah, a history lesson? Jack saw his first Shupuff here. Surprised, he drew his blade and struck it. What? Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, man. Oh, brother. We offered all the money we had as an apology. Jack never drank again. Sehr gut. But it would seem that Shupuff still works here. Krass. Okay, wir gucken mal weiter. Ja, ich glaube, hier bei den Schnu geht's. No, I don't think so. It's bad idea. Yes. Da habe ich aber die richtige Stimme gewählt. Impossible. Impossible. What's wrong? This guy won't let our chocobo on the shoe puff. Ach, lol. Ah, it is kind of big. It's just not fair. He does have a point, though. He's never too good. So what? We just leave him behind? Yeah, hey, I didn't say that. Just. Ach, Lulte ist auch wacker. Wieso sehe ich den jetzt erst? It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Nö, sehe ich nicht. That'll take days. Egal. Where there's a will, there's a way. Oh, ah, ja. Boy.
That's our captain. Ja. Alright. Ja, und Schuss. Und die müssen wieder hinterher dackeln. Och, nee. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. Ja, richtig. I wonder how Captain Lucille is doing. Ah, und das, Leute, das dürfte da nicht falsch verstehen. Er ist ja immer noch, er erzählt ja quasi uns nochmal die Geschichte. Also diese Stimme dann immer wieder zwischendurch ist von seinem aktuellen Standpunkt aus. Eine Snoo-Gondel ist ziemlich klein. Es dauert immer, bis man mitfahren kann. Aber ein Medium hat natürlich Priorität. Es muss ja auch schnell nach Senna kennen. Ah, hier reden die auch schon über Senna kennen. So. Would you like to hear a bit about the wondrous Shoopuff? Bloß nicht. Bitte. Na komm, wir sind mal keine Spielverderber, wir hören uns das mal an. Ja, ja. Very well. There are many things we do not know about the Shoopuff. Muss ich mich viel moderieren? For example, what does it eat? It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. And that, as they say, is that. Ja, das war aufschlussreich und er drückt uns einfach weg, wie so ein Arsch. Ach, da ist auch Lulu, okay. Soweit sagt er. Willkommen, verehrter Herr. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle Probleme los. Ausrüstung ansehen. Hör mal, ist ein Riesenkampf vor uns? Kann das sein? Wissensdurst, Flammenschwert. Beide Schwerter eigentlich besser. Allein schon wegen dem Hitzeschlag. Aber ich würde eher durchschauen nehmen, auch wenn ich echt nicht weiß, was das ist. Aber wo ist Eisbombe? Ne, das palt mal. Durchschlag, nee, Mondfinsternis, Durchschlag, Blindschlag, nö, alles gut, perfekt. Ja, ich melde mich wieder. So, und du? Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bevel. Ich habe das richtig ausgesprochen, auf den ersten Versuch, leise. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Ah, okay. Chest? Hallo? Zack, erstmal die Leute beklauen. 5000 Gil, ja, nice. So. Riding a shoe puff isn't that much fun. Die war so negativ. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Geil, beide haben es. Let the driver know when you're ready. Was nochmal? Let the driver know when you're ready. Ah, okay, alles klar. Dann lass uns nochmal ganz kurz hier speichern. Und dann gehen wir direkt zum Schnoo. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt war. Aber ich denke, man spricht so aus. Schnoo, Schnoo. Irgendwie mag ich's. So, der Schnoo-Fahrer. Wo ist er? Ach, der ist da. Ach, jetzt steht er da. Oder stand Rides er? The ja. Los, geht's. All aboard. Yippie. Wie krass. Und wo ist jetzt der Rest? Alter, das ist ja mal so krass. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel überrascht mich immer und immer wieder. Mega, und jetzt chillen die da alle. Huh? Take a look. What? Whoa! Sunken city. Oh. A Machina city, 1,000 years old. Aha. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right. It's a good lesson. A lesson? Yeah. What? Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Na lol. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Oha. Okay. Yeah, but don't you use Machina too?
like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use and which we may not. Yeah. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. Also Leute, was mir gerade so auffällt, der Orin hat in der allerersten Folge gesagt, hat er hochgeschaut, wo es losging mit der Zeitreise. Hey, was ist das denn? Hat auf jeden Fall nach oben geschaut und gesagt, wenn es dein Wille ist. Also das heißt, natürlich wusste er schon, dass es Jack ist. Wie krass. Dann haben wir jetzt da mal die Antwort drauf. Das ist doch geil. Haben wir jetzt mal eine Antwort drauf bekommen. Nice. Okay, wir kämpfen jetzt nur mit Waka und mit unserem Main Character. Das ist korrekt. Schönes Schwert. Sieht glaube so aus wie das erste Schwert, wo wir hatten. Okay, wir greifen an. Der Retardo Hieb. Speichern erstmal einen nach hinten, das ist sehr gut. Dann machen wir die Tombola. Na, ich probiere mal den Blindhieb. Ich probiere es einfach. Wenn's oder Schlaf. Ne, ich mach blind. Wenn es nichts hilft oder wenn es nichts bringt, dann scheiß drauf. Muss aber probieren. Ne, okay, immun hätte ich mir aber auch denken können. Ich wollte es einfach nur wissen. Aqua Shooter, ja, moin. Ja, moin. Okay, jetzt gehen wir aber zur Ekstase über Tombola. Element T. Okay, jetzt das Spiel nicht verkacken. Gelb. 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 Perfekt. Und let's fucking go, man. Wir nehmen jeden Bogenschaden. Bumm, 872. Er macht schon wieder den Aqua-Shooter, aber mach jetzt nicht den, Mann. Ja, aber 190, sind wir ganz ehrlich, 190 jucken uns einen Scheißdreck. Also das heißt, ich werde einfach nur, dass es jetzt nicht so lang geht, einfach ganz normal angreifen, wenn sich jetzt nichts Drastisches im Kampf ändert. Aber es scheint sich gerade was drastisch zu ändern. Bereit für den Minenangriff, was? Können wir jetzt da irgendwas machen? Ich greife an. Dass es vielleicht wie bei dem Kopf ist, aber ich denke nicht. Nee, das hat jetzt das Ding nicht aufgehalten. Oder? Hattest du es aufgehalten oder macht es jetzt den Minenangriff? Ah, okay, das war sehr gut, dass wir angegriffen haben. Gut. Kein Minenangriff in unserem Richtung. Aber was ich halt schon krass finde, so eine krasse Animation für so wenig Schaden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass wir halt ein bisschen trainiert haben. Aber ich wollte halt auch nicht einfach reinlaufen und so jeden Kampf sterben. Aber ich wollte halt im Gegensatz dazu halt auch nicht zu OP sein oder so. Weil ich denke, wir haben eigentlich so eine ganz gute Mischung erlangt, glaube ich. So, Wacker drauf da. Ja, 854 noch. Der greift mir einfach ganz normal an. Wenn wir jetzt keine MP verschwenden, weil ich habe so das Gefühl, dass es das noch lange nicht war. Ja, jetzt steigt er wieder auf, alles klar. Na komm, ja, bereit für Minenangriff, du kannst mich. Zack. So, 319. Das reicht. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Und was wollen die immer mit der Yuna? Menschenskinder. Könnt ihr die nicht einfach mal in Ruhe lassen, ihr Arschgesichter?
Oh, das Schild kommt fett von ihm. Nice. So. Ja. Das mit dem Ding war es komplett. Und tschüss. Das war eine Machina der Albed. Und das kannten wir jetzt ja schon. Dass die Affengesichter immer Yuna entführen. Jo, perfekt. Mega Phönix und Breitklinge für den lieben Auron. Perfekt. So. Schon ist alles wieder gut. Are you hurt? No, I'm fine. Grah, those are bad. Is everybody okay? Ach, ist der geil. I'm sorry, we're all okay now. Yuna. Super full speed ahead. So geil. Wie geil. Damn the outbid. What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait. They're mad they lost the tournament. Ja, ich glaube nicht. Das geht auch was größeres. Oh, wait. They're mad about Operation Meehan. I wonder. Ich denk's auch nicht. Did Kamari's clansmen say something about summoners disappearing? Ah, so the outbid are behind that. Das denke ich eher. Plastic grease monkeys. Aber es könnte aber auch sein, dass sie halt wieder zu sich nach Hause holen wollen. It's no use complaining about the Albed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. Genau. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Mhm. In Klammer, danke. Ja, aber ist richtig. Wir sind die Garde. Wir beschützen Yuna, das ist ganz klar. So, und wo sind wir denn jetzt angekommen? Ich nutze mal die Chance, um ganz schnell zu speichern. So, jawohl. Ah, okay. Sie. Das ist also Lady Yuna. Aha. Verstehe. Kein Wunder, dass die Albed es auf eine so wichtige Persönlichkeit abgesehen haben. Okay, alles klar, ich sag nur das Gleiche. Kimari, was geht, Bruder? Kimari fail is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Jetzt mach dir doch keinen Kopf, Bruder, wir sind doch auch da. So, was ist hier jetzt? Might be more out bed. Keep watch, ja? Natürlich. Officer Waka. Lulu, hat du was auch? Looks like we're stuck here for a while. Oh, ja gut, so wie die begaffen. Ich möchte noch miterleben, wie Ich möchte noch miterleben, wie Lady Yuna die Schild. Okay, Lul, das wird nichts. Wir gehen auf Erkundungstour. Warum? Ah, okay. Ah, wir sind also dann doch angekommen. Sagt er uns das Gleiche? Ihr habt eine Machina der Albed zerstört. Sehr gut. Sei gesegnet von Jevo. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die Albed nicht hier herumlungern. Schlafen tut der Schnu. Warten wollt ihr, bis er erwacht? Natürlich. Oh, er schon wieder. Ja, du... Ach so. Ja, gut. Nee, brauchen wir nicht. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich von dem Typen dort schon tonnenweise Zeug ein... Wie geil. Ja, bleib mal. Lass mal bleiben, Bruder. Wie geil. Nach 5 Jahren endlich sah meine Tochter, die von die mir von Sinn genommen wurde. Ach so, oh, Entschuldigung, das habe ich komplett falsch gelesen. Es ist auch schon ein bisschen spät, Verzeihung, ich versuch's direkt nochmal. Nach 5 Jahren endlich sah ich meine Tochter, die mir von Sinn genommen wurde, wieder. Ich muss schon sagen, ein wundersamer Ort, dieses Guado Salam. Yes, hello. Yes. Was? Jetzt, was sagst du? Ja, Yuna ist doch da hinten am Start. Hallo? Na gut, ich kann halt überhaupt nicht an sie ran. Hm. Was machen wir denn? Oh, hier, ich kann da auch rauslaufen.
Okay. Ist das ein Mann? Ich hoffe. Das ist eine Frau. Unisex. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters und zudem vom Volk geliebt. Geradezu perfekt. Guado Salam ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbricht. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache im Abyss mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Kiste aufmachen. Ein Äther erhalten. So, what's going on? Also wir haben anscheinend alle im Team. Nur ich frage Mick. Oh, Lul. Nein! Da ist sie, die Riku. Geil. You're Riku. Not dead? Na, Quatsch. Durch die Riku, Kollege. Riku! Wie kommt die hierher? Thought I was done for back there. Riku! You're Riku! Hey! Yes, man! You're okay! How you been? Wie geil! Riku is in a party! Juhu! Terrible! Ja, was ist passiert? Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Mhm. Ja, warum? Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Du wolltest Yuna entführen. Wait, but you attacked us. Ja. Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Dann muss ich zurückhalten. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. Damit kann sie wahrscheinlich echt wenig anfangen. You look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Mm-hmm. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ja gut, aber die riecht es wahrscheinlich, dass die auch eine Albed ist, also ich. Sir Orin, muss vom Waka geheim halten. Riku to be my guardian. Was? Nice. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Quatsch, he's drin. 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Nice. Ich feiere das gerade. Well, I'm for it. The more the merrier. Ja, man. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Das ist geil. Das ist richtig geil. Alle zusammen Trophäe erhalten, wie geil. Ja, jetzt ist unser Team wahrscheinlich echt komplett. Ja, mein Riku auch noch am Start. Alter, die ist ja übel schwach.
What? Moment. Ja, okay, die ist jetzt auch ganz am Anfang. Was kann die klauen? Ja gut, das wussten wir ja schon. Klauen und benutzen könnte die schon. Also das heißt, wir gehen dann hier komplett durch. Ja, ich werde dann hier jetzt die Folge beenden an dieser Stelle. Immer dann, wenn es am schönsten ist, man weiß es. Man kennt es nicht anders. Und dann werde ich mal die Rico ein kleines bisschen ranziehen. Ja? Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge hier wieder. Also meine lieben Freunde, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy X. Macht's gut, meine lieben Freunde. Haut rein, bleibt sauber und bis dann. Tschüss.